Also grundsätzlich eignet sich KI tatsächlich gut dazu, neutrale Bewertungen und da Entscheidungen durchzuführen. Anders als der Mensch führt die KI Analysen systematisch und deterministisch aus. Das heißt, sie behandelt jeden Fall gleich und bezieht dabei auch immer alle Daten in gleicher Weise mit in die Analyse ein. Das Problem liegt mehr in der Auswahl der Daten, die in der Regel von Menschen gemacht wird. KI nutzt Korrelationen zwischen Konzepten in Daten aus und das heißt, letztlich sind Vorurteile auch solche Korrelationen und wenn die halt in den Daten enthalten sind, dann kann die KI die auch übernehmen. Genau darum geht es in der Forschung von meinem Mitarbeiter Maximilian Spiethöfer. Das kann prinzipiell verschieden sein. Es kann zum Beispiel sein, dass wir, sagen wir mal, es hängt ein bisschen vom Anwendungsfall ab. Wenn wir uns meinetwegen Bewerbungsunterlagen anschauen, dann könnte es sein, dass es da Verschiebungen bezüglich Männern und Frauen gibt, dass vielleicht in der Vergangenheit mehr überproportional häufig Männer eingestellt wurden und dass sich das auch in den Daten irgendwie explizit oder implizit widerspiegelt. Und dann könnte es sein, dass Männer auch weiterhin bevorzugt werden, obwohl die eigentlich vielleicht gar nicht besser qualifiziert sind. Genau, also KI lernt immer auf Daten der Vergangenheit und versucht dann über die Zukunft, das auf die Zukunft übertragen zu können. Nun ist die Vergangenheit nicht immer die Situation, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Das sieht man zum Beispiel, wenn es um verschiedene Ethnizitäten geht, bei sowas wie Kriminalstatistiken. Es ist tatsächlich so, dass es theoretisch, sagen wir mal, der Anteil ausländischer Krimineller höher ist als der deutsche Krimineller. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Herkunft was mit der Kriminalität zu tun hat, sondern dass vielleicht solche Menschen zum Beispiel schwierigere Lebensbedingungen haben. Und das heißt, wenn wir dafür aber darauf nicht aufpassen, bei der Analyse solcher Daten, dann könnte es sein, dass eine KI genau das lernt, dass jemand, der vielleicht eine andere Herkunft hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, kriminell zu werden. Also das hängt letztlich ganz vom Anwendungsfall ab. Was immer jemand denkt, was zur Lösung eines Problems an Daten hilfreich sein kann, wird prinzipiell auch dafür genutzt. Da gibt es nicht die eine Datenquelle. Das könnten oft firmeninterne Daten sein. Wenn wir Bewerbungsunterlagen anschauen, dann nehmen vielleicht Firmen ihre eigenen vergangenen Bewerbungen als Grundlagen. Wenn wir aber sowas wie meinetwegen Sprache in Foren, in Benutzerforen, in Social-Media-Foren anschauen, dann greifen die Leute vielleicht auf frei verfügbare Dinge zu, die sie im Web finden. Das kann sein, dass sie einfach versuchen, ein repräsentatives Sample an solchen Daten zu nehmen. Aber genau das kann eben trotzdem Vorurteile haben, eben genau, weil die möglicherweise einfach historisch bedingt dort schon enthalten sind. Also erstmal sollte man sich bewusst sein, dass wenn man KI einsetzt, es immer dazu kommen kann, dass so eine KI auch fehlerhafte Entscheidungen trifft. Denn letztlich gibt es immer eine Vereinfachung, die in dem Prozess stattfindet, der in so einer Analyse durchgeführt wird. Und das heißt, damit muss man umgehen können. Wenn wir jetzt glauben, dass insbesondere sowas wie Vorurteile oder Voreingenommenheit eine Rolle spielen können, dann muss man schon bei der Auswahl der Daten das beachten und bestimmt vielleicht bestimmte Dinge explizit beachten, dass man meinetwegen im Bewerbungsbeispiel zwischen Männern und Frauen die gleiche Anzahl an erfolgreichen und weniger erfolgreichen Fällen hat oder dass man auch dafür sorgt, dass jetzt nicht Menschen einer Herkunft vielleicht irgendwie schlechter dargestellt werden als andere. Grundsätzlich würde ich einer Firma raten, KI eher unterstützend einzusetzen. Das heißt, die KI bereitet die Daten in sinnvoller Weise auf. Aber wo ethische Fragen auftreten, trifft der Mensch weiterhin die Entscheidung. Ja, also ich würde das mal zweigeteilt beantworten. Die eine Seite ist, dass sicherlich generell ein besseres Verständnis dafür vorherrschen muss, dass die Auswahl der Daten sehr großen Einfluss hat auf das, was das KI-Verfahren eigentlich tut. Heutzutage wird diese Auswahl häufig einfach Informatikern oder Informatikerinnen überlassen, die dafür nicht unbedingt geschult sind. Da ist sicherlich mehr Zusammenarbeit mit Menschen notwendig, die sich damit auskennen, sagen wir mal, der Sozialwissenschaft.
Bielefeld und Paderborn und planen wir tatsächlich genau sowas gerade in Zukunft mehr anzugehen. Andererseits ist es aber auch so, dass es durchaus Verfahren gibt und an denen forschen wir auch in meiner Arbeitsgruppe, mit denen man solche Diskriminierung aus Daten zu einem Teil wieder rausbekommt. Man nennt das Debiasing. Das geht zumindest dann, wenn sich, sagen wir mal, Vorteile in sprachlichen Merkmalen niederschlagen, dann kann man das auch versuchen, die Daten diesbezüglich zu bereinigen. Das geht allerdings immer nur für Vorteile, die wir erwarten, dass sie da sind. Das heißt, wenn wir da was übersehen, dann können wir natürlich auch damit nicht umgehen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man dann dass sowas auf gesellschaftlichen Wertekonsens basiert, dass wir die Dinge herausfiltern, die wir eben auch als diskriminierend ansehen. Ja, sicherlich. Also erstmal besteht tatsächlich die Gefahr, dass wenn man, sagen wir mal, von einer KI analysiert wird in einem bestimmten Bereich, dass die auch ungerecht gegenüber einem entscheidet. Das kann passieren, wenn genau sowas nicht beachtet wird. Und das kann natürlich letztlich auch bestehende Ungleichheiten, zum Beispiel zwischen verschiedenen Ethnizitäten, verstärken oder zumindest reproduzieren. Und wenn sowas auffällt, dann kann das vielleicht sogar auch noch, sagen wir mal, die Spaltung Gesellschaft verstärken. Das heißt natürlich jetzt nicht nur, dass unbedingt KI nur schlechte Seiten hat. Vernünftig eingesetzt kann man auch vieles damit verbessern. Denn insbesondere da, wo Menschen vielleicht selber nicht neutral entscheiden können, weil sie sehr subjektiv daran gehen oder weil die schiere Datenmenge so groß ist, kann KI sehr viel weiterhelfen. Ich denke aber generell, dass wenn KI wo eingesetzt wird, um Entscheidungen zu treffen, die mit Menschen zu tun haben, dass dem Mensch das mitgeteilt werden muss, damit der sich darauf einstellen kann. Das erfordert natürlich genau auch ein gewisses Verständnis dafür, was so eine KI eigentlich tut. Und naja, wie man so eine Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz erreicht, das ist auch was, wo noch viel Forschung nötig ist, wo wir auch hier in Paderborn und Bielefeld gerne interdisziplinär in nächster Zeit mehr dran arbeiten wollen. Also das ist keine leichte Frage und das hängt auch sicherlich davon ab, wofür diese KI eingesetzt wird. Aktuell ist es so, dass Künstliche Intelligenz vor allen Dingen dafür eingesetzt wird, spezifische Aufgaben automatisiert zu lösen, wo so eine gewisse Weise von Intelligenz nötig ist. Und wenn man so eine KI hat, dann würde ich erwarten, dass sie letztlich, sobald es um Menschen geht, auch die gleichen moralischen und ethischen Maßstäbe ansetzt, die wir als Menschen anlegen. Das heißt zum Beispiel, wir haben gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir nicht bezüglich Herkunft, bezüglich Geschlecht, bezüglich Alter und so weiter diskriminieren. Und deswegen sollte auch eine KI das eben vermeiden, soweit das möglich ist. Andererseits ist es auch so, dass wir als Menschen uns durchaus bewusst sind, dass es Dinge gibt, wo Einzelfallentscheidungen nötig sind, weil man nicht eben alles über einen Kamm scheren kann. Und bei aller Automatisierung, die vielleicht mit ihren Vorteilen kommt, sollte man sich dessen auch bewusst sein, dass manchmal der Einzelfall das Entscheidende ist.